Hallo meine Freunde der ewigen Wasserquellen und willkommen zurück zu einem weiteren feuchtfröhlichen Part von Spyro's Adventure, und zwar dem Skylanders-Spiel. Und ich grüße heute nämlich den Finn grüße ich, den Chris grüße ich, den Marty grüße ich und auch zu guter Letzt noch Flauschi. Das ist ein Haustier, was für eins wurde mir nicht geschrieben. Hier können wir auf jeden Fall über das Wasser rüber. Nein, wir können hier über das Wasser rüber. Es gibt Gebiete, wo wir nicht rüber können. Und wir haben eine Truhe gefunden. Die erste Truhe überhaupt in den Level. Da haben wir bestimmt auch schon wieder einige verpasst. Ja, Spyro, glaube ich, werden wir auf jeden Fall noch viel verbessern. Aber jetzt hier in dem Gebiet ist es halt auch echt praktisch. Deswegen will ich gerade nicht einen Just 11 nehmen, auch wenn sie eigentlich von den Fähigkeiten geeigneter wäre, hier was zu reißen. Ich glaube, in der Ecke ist nichts mehr, oder? Sind hier noch irgendwelche verborgenen Inseln oder so? Da sind nur gemeine Fische unten, die uns essen wollen. Aber so leicht lassen wir uns nicht fressen. Nö, hier werden wir nur zurückgeleitet. Dann wird das wohl das hier gewesen sein. Die Ecke. Dann müssen wir wohl mal schauen, dass wir die dritte Statue auch noch finden. Den großen Riesenfisch haben wir auch noch nicht gesehen. Also wir haben zwar einen größeren Fisch gesehen, aber ich glaube, das war noch nicht der Leviathan, von dem alle hier so Angst haben. Der sah nämlich nicht ganz so riesig aus, den wir gesehen haben. Klein war er zwar auch nicht, aber auch nicht ganz so riesig. So rum. Schauen wir uns erstmal nochmal die Ecke an. Da haben wir zumindest hier alles gesehen. Hier fehlt eine Statue. Du musst alle finden, sonst sind wir Fischfutter. Und das ist nicht gut. Ja, die Statue haben wir schon. Der lässt uns hier vorbei. Doch, ja. Vorbei kommen wir zumindest, auch wenn wir nicht alle Statuen haben. Aber anscheinend müssen wir dann hier zu ihm kommen mit allen Statuen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so gedacht, dass man hier überall rüber surft. Haben wir hier ein paar Abkürzungen genommen, die hier vom Spiel nicht gewollt waren. Naja. Solange wir am Ende noch alles finden, ist das ja kein Problem. Hier fehlt eine Statue. Ja, ich weiß. Du musst alle finden, sonst sind wir Fischfutter. Und das ist nicht gut. Das ist richtig, das ist richtig. Er zeigt uns immer die, aber die haben wir schon, die Statue. Dann werden wir uns wohl eine andere suchen müssen. Hier fehlt eine Statue. Ich weiß. Du musst alle finden, sonst sind wir Fischfutter. Und das ist nicht gut. Ich weiß, Gurgelfin, das muss mir nicht nochmal erzählen. Mittlerweile habe ich es mitbekommen. Dankeschön. Gott, wenn ich jetzt wieder nochmal vorbeifliege, sagt das bestimmt nochmal, oder? Nein? Oh, Gott sei Dank. Na, dann mal hier rüber auf die Inseln, auf denen waren wir auch noch gar nicht. Dann mal versuchen, das Wassergebiet zu finden, das wir noch nicht aufgedeckt haben. Vielleicht ist das ja hier... Ah, da hat sich jemand unter dem Schiff versteckt. Aber nicht mit uns. Der wird gleich auf die nächste Insel geballert. Oder so, ein bisschen Lebensenergie geben, gerade für uns. Ah, wir können ja hier sogar alles kaputt machen. Ja, Wahnsinn. Zeigen wir mal den Piraten, wo der Hammer hängt. Müssen wir die ganz darüber schieben von der... Ah, ne, hier können wir. Hier können wir irgendwas teleportieren. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Ah, das ist natürlich schön. Schön ist auch, dass wir hier die zweite Truhe gefunden haben. Es sind ja, glaube ich, immer drei. Ja, Spyro wird hier schon wieder verwöhnt. Bald können wir uns die 3000er-Fähigkeit... Also, selbst wenn wir mit Spyro hier alles einsammeln, ist es immer gut, weil wir dann irgendwann diese 3000-Münzen-Fähigkeit bekommen. Oder 4000 sogar, auf jeden Fall ziemlich viel. Ja, ah, okay, wir müssen nach da oben dann. Okay, also das Ende ist auf jeden Fall da drüben. Das ist schon mal gut zu wissen. In der Ecke waren wir auch noch, glaube ich, gar nicht. Hier haben wir... Oh, der Schlüssel ist auf der falschen Seite. Nein, vielleicht hätten wir es doch mal in der Reihenfolge machen sollen, indem das Spiel das vorsieht. Gehen wir nochmal hier ein bisschen zurück. Schwimmen mal hier rum. Und hoffen mal, dass wir hier wieder auf eine etwas niedrigere Insel kommen. Da geht's nicht rum. Und hier das Schiff irgendwie kaputt schießen, auch nicht. Hm. Ah, hier kommen wir wieder hin. Ah, hier kommen wir wieder auf der Schildkröteninsel. Yep, das habe ich mitbekommen. Ah, gut, dann sind wir hier wieder auf der Schildkröteninsel und können dann endlich hier weitermachen, wo wir auch weitermachen sollen. Sehr gut. Aber sonst, glaube ich, haben wir jetzt auch alles entdeckt. Also in den anderen Gebieten müssen wir eigentlich alles was gesehen haben. Aber da kann man auch natürlich immer was übersehen, leicht. Ja, ja, du Schlawiner, weit kommst du nicht, sage ich dir gleich schon. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Das mag sein, und hier ist auch die Schriftrolle. Haben wir bisher alle Schriftrollen gefunden? Ich glaube fast. Eine Nachricht von Professor P. Grangeli sagt: Jahrelang jagten die Fischer einen riesigen, gierigen Fisch, der in den Tiefen der Lagune lauerte. Der Fisch wurde lange nicht mehr gesehen. Die Fischer allerdings auch nicht. Hm. Anscheinend hatte er irgendwie Probleme, die Fische zu verdauen. Anscheinend waren die etwas schwer verdaulich. Verdaulich eher. Verdaulich, das Wort gibt es nicht. Hä?
Ah, so können wir ihn einsperren. So können wir nämlich in eine Sackgasse, deswegen sollen wir die Schildkröte dafür schieben. Ja, noch lachst du, du kleiner Teufel. Kommst du her, du kleiner Teufel, was meinst du? Wechseln wir aber doch mal wieder. Wechseln wir doch mal wieder zu gut Slammy. Damit wir dem seine coole Surffähigkeit auch mal am Wasser an Land kriegen. Ja, noch lächelst du, ja, ja. Ah, dann können wir sogar hier zumachen. Dann könnt ihr ja dann theoretisch in die Richtung auch nicht wieder abhauen. Ja, da ärgert sich jemand. Da kommst du leider nicht durch. Verkackt. Stufenaufstieg. Bringt uns sogar einen Stufenaufstieg. Und einem kurz im Zaun hängen hat es uns auch noch gebracht. Vielleicht ist das auch noch weiter hinten gewesen, dieses Gebiet mit dem, wo wir surfen mussten, wo wir mit dem Wasserscanner da rein mussten. Vielleicht kann man das auch noch gar nicht übersehen. Vielleicht besteht noch Hoffnung. Ja, an euch kommen wir leider nicht vorbei. Lebensenergie in dem Fall auch nicht, aber wir haben echt volle Lebensenergie. Genau, und dadurch kann man dann nochmal woanders hin. Genau, da konnten wir die nämlich außen machen, oder zumindest einen von den beiden. Jetzt hat der andere mich aber auch geärgert. Jetzt werdet ihr beide ausgenockt. Das habt ihr jetzt davon. So, einmal in Deckung gehen, Schildkröte, und dann hauen wir den hier weg. So. Oh, ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Aber das Level ist echt so ausgelegt, dass man es komplett auch an Land theoretisch schaffen könnte. Was man natürlich komisch ist, weil man ja eigentlich einen Wasser Skylander dabei hat, wenn man sich das Starter-Pack gekauft hat. Aber zumindest einen sollte man dabei haben. Okay, da können wir gar nicht runterspringen. Das ist wieder ein bisschen zu hoch gewesen für uns. Ja, wir sind hier auch stärker, das ist gut. Er ist so langsam, das ist so ungewohnt, weil ich sonst immer mit Spyro die ganze Zeit unterwegs bin und Spyro so ultra schnell ist einfach. Also gerade wenn Spyro fliegt, ist er natürlich echt schnell. Waren wir auf der Insel schon? Ich glaube mittlerweile war... Ja, auf der Insel waren wir auch schon. Mittlerweile dürften wir auch fast ein Insel gewesen sein. Nur wo war dieses verdammte Wassergebiet? Wo hat sich das Wassergebiet versteckt? Ich gehe jetzt nochmal einmal in die Richtung hier. In der Hoffnung, da auf, irgendwo auf das Wassergebiet zu stoßen. Ach, hier hätte man zumachen sollen wahrscheinlich... Ah, jetzt verstehe ich, warum die Schildkröte ist. Hier hätte man zumachen sollen, damit wir dieses kleine Teufelchen einfangen konnten. Was die Statue geklaut hatte. Was dann aber gar nicht mehr notwendig war, weil wir so schnell waren mit Spyro, dass wir ihn auch so gekriegt haben, ohne schildkrötische Hilfsmittel. So löst man natürlich auch Probleme. Ne, da waren wir gerade eben schon. Vielleicht nochmal eine kurze Surftour in die Richtung machen. Aber da dürfen wir gar nicht weiter surfen. Da lässt mich das Spiel gar nicht weiter surfen. Oh, interessant. Da waren wir auch noch nicht drin, ne? Da lohnt sich das ja auch nochmal. Da haben wir auch nochmal das Innere eines Fisches gesehen. Schön. Vielleicht hat er uns ja auch irgendwo ausgespuckt, wo wir vorher noch nicht waren. Oh, hier waren wir definitiv schon. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wo er uns ausgespuckt hat. Das heißt, ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. So, euer Schiff versenken wir auch noch. Das Schiff können wir nicht versenken. Doch, natürlich können wir euer Schiff versenken. Bringt dann sogar einiges an Erfahrungspunkten. Oh, das hat uns echt viele Erfahrungspunkte gebracht. Hey, nimm die Erfahrungspunkte. Ja, dann sammeln wir halt nicht ein. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Dann halt nicht. Zumindest die Lebensenergie nehmen wir mit. Da oben ist auch noch Münzen. Das heißt, wir waren... ich glaube, da müssen wir irgendwo hin. Ich glaube, da ist nämlich dieses... Weil wenn wir hier noch nicht waren, dann ist da vielleicht irgendwo dieses Wassergebiet, wo wir noch nicht waren. Wie kommen wir da hin? Also von der Seite kommen wir hier definitiv nicht dahin. Hier dürfen wir auch, glaube ich, nicht mehr weiter surfen, oder... Nein, hier lässt uns das Spiel nicht weiter surfen. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, müssen wir doch nochmal außen rumgehen. Nochmal ein bisschen zurückgehen. Aber dann haben wir es auch bald und können dann auch ganz beruhigt weitergehen. Da, wo unsere Hauptquest uns weiterleitet. Irgendwie da mal auch rüberkommen noch. Das wäre es jetzt. Ah, da ist das Wassergebiet. Seht ihr, dann hat es sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, zurückzugehen. Sehr schön. Nein, jetzt hatte ich das Wassergebiet gerade gefunden. Du blöder, blöder Fisch. Lass mich wieder raus. Okay, das Wassergebiet war aber, glaube ich, auch direkt hier wieder. Auch irgendwo so ein blöder Fisch. Wieso frisst er uns jetzt immer? Gehst du weg, du blödes Fischvieh. Okay, jetzt müssen wir schnell sein. Das Wassergebiet ist auf jeden Fall da und der blöde Fisch ist auch da. Schwimm mal woanders hin, du blödes Fischviech. Ach, der frisst uns nicht, wenn wir Spyro sind. Jetzt check ich's. Okay, jetzt hat uns der Fisch, glaube ich, nicht gesehen.
In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Oder zumindest waren wir schneller. Ach, und da kommt man jetzt wahrscheinlich raus, oder? Wenn man hier rein strudelt, kommt man da wieder raus aus dem Strudel. Ja. Schön. Ah gut, dann haben wir das Gebiet doch noch gefunden. Ich wusste doch, das muss irgendwo sein. Oh, hier ist ja richtig. Der hat das geschenkt, der kleine Mistkerl. Verdammt, dann müssen wir ihn hier irgendwo in eine Ecke locken. Das könnte gar nicht so einfach werden. Weil wir ja keine Fernkampfattacken haben. Das heißt, wir könnten höchstens vielleicht zumachen. Schauen wir mal, wo er hinläuft. Vielleicht läuft er in eine Sackgasse. Vielleicht ist er so blöd. Nee, so blöd ist er leider nicht. Schade. Ich hatte ja gehofft. Ich hatte ja gedacht, er wäre vielleicht so blöd, aber... Der Wunsch ging leider nicht in Erfüllung. Oh, Slamman können wir jetzt echt bald nochmal ordentliche Verbesserungen uns holen. Allein schon, weil wir... Oh, wir haben alle gefüllt. Jawoll. Wir haben alle Schatzkisten in dem Gebiet gefunden. Ja. Wie kriegen wir dich denn? Mit dem können wir ja echt fast nur im Kreis laufen. Da kriegen wir ihn so, dass er jetzt in diese Sackgasse läuft. Dass er jetzt gerade ausläuft und nicht wieder den... Nee, dann nehmen wir Spyro. Das ist mir jetzt zu blöd. Dann jagen wir dich jetzt mit dem fliegenden Drachen. Der kriegt dich auf jeden Fall. Ah! Nein! Explosionen! Wo bist du? Wo bist du, Mistkerl? Da bist du, Mistkerl. Mal komm her. Kommst du her? Jawohl. Ich glaube, einmal haben wir ihn auf jeden Fall, glaube ich, gerade getroffen. Nicht auf die schießen, Spyro. Auf den da vorne schießen. Au. Das hat mich jetzt ein bisschen Lebensenergie gekostet. Nein, bleibst du da, du kleiner Mistkerl. Jawohl, ja. Zweimal getroffen. Ich glaube, einmal vielleicht noch. Einmal brauchen wir ihn vielleicht noch. Na, warte. Einmal müssen wir dich vielleicht noch treffen. Das werden wir auch noch schaffen. Keine Sorge. Dich kriegen wir schon noch. Jawoll, ja. Ah, der war aber auch eine ganz miese Variante. Eine ganz miese Variante hier. Ein Napoleon-Hut gibt's. Nee, ich glaube, für Spyro nehmen wir den nicht, den Napoleon-Hut. Wer hat denn noch keinen? Ich glaube, mittlerweile haben alle Charaktere, oder? Ich glaube, mittlerweile haben fast alle Charaktere einen Hut. Schauen wir nochmal kurz. Bei dem bin ich nicht sicher, weil wir den relativ spät erst irgendwo kurz hatten. Ah ja, doch, der hat ja den Pömpelhut. Aber der Pömpelhut sieht ein bisschen dämlich aus. Deswegen kriegst du jetzt einfach mal den Napoleon-Hut, beschließe ich jetzt. So, einmal rüber. Und Tüte. Nein, der ist mein Eigentum, das weiß ich. Den habe ich ganz allein gekauft. So, einmal den Napoleon-Hut. Jawoll. Unser feuriger Napoleon hier. Der auch nochmal eine Fähigkeit hat, wo er irgendwie fliegen kann. Weiß ich gar nicht. Schauen wir mal. Jetzt brauchen wir hier aber wieder einen Wassercharakter. Also ich nehme jetzt einfach mal einen Wassercharakter. Ich denke, das bietet sich hier durchaus an. Okay, wir können hier auch nirgendwo weiter surfen oder so. Also außer über dieses kleine Wässerchen hier können wir nirgendwo mehr surfen. Dann gehen wir mal wieder zurück an Land. Wir alle Landratten. Wir werden jetzt hier wieder zurückgehen, nachdem wir jetzt meiner Meinung nach alles gefunden haben. Ja, Truhen hatten wir alle, das Geschenk hatten wir gefunden. Ja, doch, in drei Truhen, drei mehr. Und es stand auch da, dass wir alle gefunden haben. Das Geschenk hatten wir gefunden. Doch, dann sollten wir eigentlich alles haben, was es in diesem Gebiet so zu entdecken gab. Und wir wurden sogar zu kurzzeitig von einem Fisch verspeist. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Das hat auch noch nicht jeder geschafft. Na dann, auf geht's, vorbei an der Schildkröteninsel. Da waren wir natürlich schon überall. Und gehen dann dahin, wo unser kleiner Freund, unser Fischkopffreund wartet. Wo wir dann eine neue Aufgabe kriegen. Das sah ja so aus wie so ein Geschütz. Ich tippe mal, wir dürfen jetzt nochmal vielleicht gegnerische Schiffe versenken oder so. Das wäre jetzt natürlich nochmal ganz cool, so zum Abschluss dieses Levels. Das würde mir gefallen. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Und genau so einer sind wir natürlich. Dann erreichen wir vielleicht auch noch bald verdientermaßen, wie ich finde, die Stufe 4. Slammer ist auch schon echt stark. Also von der Stufe zumindest her. Als Charakter finde ich ihn jetzt so... Schwach ist er nicht, aber so richtig mega stark finde ich ihn auch nicht. Aber ein bisschen haben wir ja vorhin schon geglitscht, muss ich sagen. Dadurch haben wir da schon... Weil es ist, glaube ich, nicht so gedacht, dass Spyro da überall rumfliegen. Also klar, er kann es natürlich, und das ist vom Spieler so vorgesehen, aber dadurch, dass er nicht gefressen werden kann von den Riesenfischen, ist es natürlich deutlich leichter, mit Spyro hier überall rum zu kutschieren, als mit irgendwem anderen. So, Statuen haben wir ja alle, oder? Ich glaube, wir hatten alle vier Statuen. Oder fehlt es noch eine Statue? Ich hoffe nicht. Was sagst du dazu? Nee, wir haben alle. Oder auch Zeit, dass du auftauchst. Was? Ich habe eine Abkürzung genommen. Okay,
Die Piraten haben die letzte Statue gefunden und auf ihr Schiff geladen. Und jetzt hauen sie ab. Wow, die haben alle so coole Schiffe immer. Na komm, lass den einfach den Riesenfisch ziehen. Ah, ich wusste doch, wir haben nur 3 Statuen gehabt. Ich wusste doch, eine Statue fehlt uns noch. Wir müssen sie aufhalten. An die Kanone. Ziel auf die Masten. Ich würde es ja selbst machen, aber du weißt schon. Fischaugen. Ja, weiß ich. Die Fischaugenoptik, das heißt sehr weitwinklig. Das heißt, da sieht man nicht so viel. So, Piratenschiff muss versenkt werden. Feuer! Auf die Masten sollen wir erstmal ziehen, wurde uns gesagt. Ach, wir schießen mit Wasser, wir schießen gar nicht mit Kanonen. Das ist auch mal gut. So. Naja, ohne Masten kommen die nicht weit. Mal hinten ein paar Schüsse reinhauen. Ah, sie können immerhin noch drehen. Jetzt aber auch mal auf die Kanonen schießen, damit die uns zumindest nicht mehr treffen können. Ich glaube, die Kanonen können wir gar nicht kaputt machen. Ah, ein Mast lebt noch? Bin mir gerade nicht so sicher, was wir noch abschießen müssen am Schiff. Ah, ich glaube, wir haben alles getroffen. Ah, da funktioniert es auch noch als Brücke, das Schiff. Sehr gut. Und da ist dann auch schon die letzte Statue, die direkt perfekt auf dem Weg positioniert ist. Ah, unangenehmes Geräusch. So, hast du uns noch was zu sagen, oder? Nö. Gurglefin ist zur Abwechslung ist nochmal so ruhig. Wie kommt's? Was haben wir falsch gemacht oder richtig gemacht? Naja, da sieht man jetzt sogar den Teil vom Schiff, der unter Wasser ist. Ah, ne, wir müssen oben rum. Da gab es ja noch diesen anderen Weg hier. Ja, den Weg gab es nämlich auch noch hier rüber. So kommen wir nämlich da oben rum. Können dann auch gleich hier rüber marschieren. Nochmal ganz kurz nach oben schauen, ob es hier nicht noch irgendwas Verstecktes gibt. Nö. Nicht überall ist was versteckt. Das dann auch nicht. 4 von 4. Aber in nächster Zeit werden wir mal ein bisschen wieder mehr mit dem anderen Wassercharakter spielen. Alle Gebiete haben wir auch gefunden. Jawohl. Na, sieh dir das mal an. Ja, ich hab's mir angesehen. Na, wie geht's euch? Ah, 3 kann man ja mittlerweile machen, glaube ich, von 3 von diesen Eisdingern. Oder? Ja, doch, ich glaube, mittlerweile kann man 3 machen. Aber ich finde unsere Boxattacke immer noch besser. Jawoll! Stufe 4. Okay, das ist unser Charakter, der auf jeden Fall sehr viel aushält. Slam Bam. Da hat er über mich drüber gehauen. 400 Lebensenergie, also über 400 hatte der gerade eben. Ich glaube, da wird das Level dann beendet sein, deswegen hätte ich jetzt nochmal ganz kurz hingeschaut, aber ich glaube, das ist auch nicht mehr. Dann setzen wir mal hier die Statuen dahin, wo sie hingehören. Holen uns den Quell des ewigen Wassers. Ah. Das hat ein bisschen was wie der Windquell, nur dass in dem Wasser drin ist. Na dann. Nehmen wir alles aktiviert. Jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht hier auch irgendwer uns wieder das klaut oder so in letzter Sekunde. Aber momentan sehe ich hier niemanden in der Nähe. Verdammt. Oh. Ah. Was haben wir denn da? Einen dummen Skylander. Und Ions Portalmeister-Lehrling. Ah, und du suchst nach der ewigen Wasserquelle? Falsch. Nach meiner ewigen Wasserquelle. Du kommst zu spät. Ich bin Chaos, der Imperator der Skylands und ein richtiger Portalmeister. Und du kommst hier nie mehr lebendig heraus. Ja. Mein böser Wasserdrache wird sich um dich kümmern. Angriff! Oh, Wasserdrache, das klingt cool. Der ist ja süß. Der ist ja süß. So richtig böse sieht der ja gar nicht aus. Wir können ihn sogar einfrieren. Ey, mein Freund. Ey, komm mir nicht so hier. Jetzt darf auch kein Skylander sterben, glaube ich. Das ist auch immer schlecht gewesen. Was? So kann ich dich nicht... Ja, jetzt kann ich die hier endlich mal hier einfrieren. Naja, so richtig böse und übel ist er ja gar nicht. Aua, 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 aua. Weil der trifft auch immer mit seinen blöden Attacken. Daneben. Eingefroren. So. Sehr gut. Da musst du dir schon mehr einfallen lassen. Besiegt. Ach nichts. Das war erst der Anfang. Ich wirke das tödliche Haifischbecken der Verderbenshaie. Da ist das Verderben mal wieder. Sehr gut. Er kennt es doch noch. Ach, die Haie. Ja, okay, dann gab es die hier in dem Spiel schon zum ersten Mal, die Haie. Die hatten wir ja auch bei irgendeinem Bosskampf, hat er die auch mal verwendet. Au.
Ich weiß nicht mehr, bei welchem Bosskampf es war. Ich glaube bei Superchargers, glaube ich, im Bosskampf hat er die auch nochmal rausgeholt, die Haie. Ah, cool, dann gab's hier anscheinend schon. Die Musik geht auf jeden Fall voll ab. Zeitlupe. Naja. Du scheinst ein Glückspilz zu sein. Sozusagen. Tja, deine Glücksstrahle ist vorbei. Jetzt musst du dich meiner bösen Amphibien-Garne stellen. Amphibien-Gilman. Okay. Okay. Wir probieren es weiter mit Slam Bam. Oh, wow, wow, wow. Okay. Nicht ganz ungefährlich, der Kerl. Wir frieren ihn. Ey! Nicht unseren Eisattacken ausweichen. Au! Mistkerl. Da, hast du davon. Gleich nochmal einfrieren hier. Ey, einfrieren, hab ich gesagt. Okay, er scheint ziemlich wahnsinnig zu sein. Ah, da wollte er schon wieder gerade auf uns hauen. So, und dann haben wir ihn auch gleich direkt weg. Ja, noch nicht ganz. Ganz reicht's noch nicht. Jawoll. Schön. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.